Die Weisheitsritschen Mäus Teil 2. Wahl. Frage. Du sagst, dass es eine grundlegende Wahl im Leben zu treffen gilt. Was für eine Wahl ist das? Sritschen Mäu. Es liegt bei dir, ob du dich als den Körper oder die Seele betrachtest. Wenn du dich als den Körper siehst und kein inneres Streben besitzt, dann bist du im spirituellen Leben bereits tot. Aber wenn du dich als die Seele betrachtest, dann heißt das, dass du schon eine innere Beziehung zu deinem Höchsten aufgebaut hast. Frage. Worauf muss man achten, wenn man einen spirituellen Meister wählt? Sritschen Mäu. Was du brauchst, ist innere Führung und äußere Gewissheit. Du brauchst jemanden, der dich führt und dir beständig Ermutigung, Inspiration und inneres Streben gibt, damit du gemäß dem höchsten inneren Ruf deiner Seele vorwärts schreiten kannst. Halte deine intensive innere Sehnsucht nach einem Lehrer wach. Dann wirst du ihn morgen oder einige Tage später finden. Du solltest keine Gelegenheit versäumen, dorthin zu gehen, wo spirituelle Meister Vorträge halten und Meditationen leiten. Wer immer dir innere Freude und Erfüllung schenkt, ist dein Lehrer. Frage. Heißt das, dass Freude der wichtigste Faktor bei der Wahl eines Gurus oder Meisters ist? Sritschen Mäu. Der Guru, der dir grenzenlose Freude schenkt, ist dein Meister. Nehmen wir einmal an, du siehst vier Menschen die Straße entlang gehen. Einer von ihnen zieht sofort deine Aufmerksamkeit auf sich und du weißt nicht warum. Die anderen sind auch da, aber deine Seele fühlt sich zu einem von ihnen besonders hingezogen. Auf ähnliche Weise kann es geschehen, dass du zu einem spirituellen Meister gehst. Und wenn du ihn anschaust, fühlst du, dass er jemand ist, den du vorher schon kanntest. Du kannst spüren, dass etwas von innen her sagt: Ich kenne diesen Mann. Du empfindest eine tiefe Vertrautheit, selbst in seinen äußeren Gesten. Du magst fühlen: Das ist jemand, der mir sehr nahe stand, aber jetzt habe ich ihn vergessen. Das ist die Verbindung zwischen deiner Seele und der Seele eines bestimmten Meisters. Jeder Mensch hat eine Seele. Wenn du von der Seele eines Meisters sofort eine innere Antwort bekommst, dann kannst du sicher sein, dass du für seinen Pfad bestimmt bist. Wenn du in deinem innersten Wesen einen Schauer tiefer Freude empfindest, wenn du ihn siehst, dann ist er die richtige Person. Frage: Gibt es noch andere Methoden, die wir versuchen können, wenn wir einen Guru auswählen? Sritschen Mäu. Du kannst eines versuchen, wenn du einen Guru auswählst. Schreibe dir die Namen von allen Meistern auf, die dir begegnet sind oder von denen du gehört oder in Büchern gelesen hast. Das werden etwa 6 oder 7 Namen sein. Dann nimm den Namen des ersten spirituellen Meisters auf der Liste und während du seinen Namen wiederholst, lege deine rechte Hand auf dein Herz. Versuche, den Klang in deinem Herzen zu fühlen, während du den Namen 7-mal wiederholst. Gehe die Liste durch und während du den Namen jedes Meisters wiederholst, versuche deinen Herzschlag zu spüren.
Wenn du Freude, Wonne oder Ekstase fühlst, gib dem Meister sofort eine Note. Du musst fühlen, wie viel Freude du beim Wiederholen seines Namens erhältst und es dann auf einer Skala bewerten. Wenn du keine Resonanz, keine Freude, keine Inspiration erhältst, wenn du den Namen eines bestimmten Meisters wiederholst, dann kannst du ihm jederzeit 0 von 100 Punkten geben. Wenn der Name eines Meisters aus der Liste jedoch eine starke Reaktion in dir auslöst, wenn du von Freude durchströmt wirst, wenn allein sein Name dich von Kopf bis zu den Füßen erschauern lässt, dann wirst du ihm natürlich 95 oder sogar 100 von 100 Punkten geben. Frage: Wir lassen also unser Herz die Wahl treffen? Sri Chinmoy: Ja, denn dann weißt du ohne jeden Zweifel, dass der Betreffende dein Meister ist. Er ist für dich bestimmt und du bist für ihn bestimmt. Wenn er nicht in deiner Nähe lebt, sondern in Indien oder anderswo, dann musst du dorthin gehen. Oder aber, wenn es so sein soll, werden die Umstände deinen Meister zu dir bringen. Wenn du dazu ausersehen bist, der Schüler eines bestimmten Meisters zu sein, dann wird dein Höchstes dich unweigerlich zu ihm bringen oder ihn zu dir. Frage: Ist es dann nicht die Bestimmung oder das Schicksal, welches deine Schüler auswählt? Sri Chinmoy: Wer immer dazu bestimmt ist, mein Schüler zu sein, wird schließlich mein Schüler werden. Wer nicht für mich bestimmt ist, mag vielleicht 6 Monate lang zu mir kommen, aber er wird nichts in mir sehen. Ich kann ihm keinen Vorwurf machen, denn ich bin eben nicht für ihn bestimmt. Wenn du also nichts in mir siehst oder wenn du nicht fühlst, dass dieser Weg für dich ist, dann sei bitte nicht enttäuscht. Es gibt viele Wege, unter denen du wählen kannst. Frage: Und was ist mit denjenigen, die sich entschieden haben, bei dir zu bleiben? Sri Chinmoy: Diejenigen, die meine Schüler sind, sehen etwas in mir und darum bleiben sie auch bei mir. Sie tun das Richtige für sich selbst. Wenn du hier nicht findest, was du suchst, dann solltest du anderswo danach suchen. Ich lehne dich nicht ab, ganz und gar nicht, aber ich fühle, dass du deine kostbare Zeit verschwendest. Frage: Macht es dir etwas aus, wenn dich ein Schüler als seinen Meister auswählt oder auch nicht? Sri Chinmoy: Egal, wer dein Lehrer ist, ich möchte, dass du Gott verwirklichst. Das wird mir die größte Freude bereiten. Nicht wer dich annimmt, sondern wohin du gehst, ist wichtig. Ob du in der Unwissenheit verbleibst oder ins Meer des Lichts tauchst. Wenn ich sehe, dass ein Strebender im Meer des Lichts schwimmt, dann schenkt mir das die größte Freude. Nicht wer ihn dorthin brachte, freut mich, sondern allein die Tatsache, dass er dort ist, im Meer des Lichts.